Wenn ein junger Mann aus einem Südseeinselstaat Rennrodler wird, dann klingt das nach einem Hollywood-Film. Ist es aber nicht. Es ist ein Dokumentarfilm von Susanne Wenzlaff und Jörg Junge. Wir wussten vorher gar nicht, was uns erwartet. Und nach Tonga, nach den 14 Tagen, haben wir gesagt, was für eine skurrile Geschichte. Müssen wir unbedingt dabei bleiben. Das war quasi Premiere in Tonga. Das erste Mal rodeln in der Südsee. And my answer to that is, why not Tonga? It was crazy. Also wir haben 6 Jahre lang Material gesammelt. Dann muss man halt schauen, okay, was passt jetzt zusammen, was nimmt man mit rein, was lässt man draußen. Anders als im Spielfilm passieren beim Dokumentarfilm Dinge, die man nicht erwartet. Wir haben alle gehofft, also Susi und das Team hinter uns, dass da nie was schief geht. Of course it will be hard, nothing comes easy, but if you believe in yourself, then for sure you can do it. Here comes Bruno. Ja, und für ihn war das alles überhaupt kein Problem. Also er sagte immer, ich schaff das, ich kann das, ich mach das. Der Film schickt den Zuschauer auf eine emotionale Rodelbahn, und zwar 98 Minuten lang. Also wenn man nicht als Störfaktor wahrgenommen wird, sondern einfach, okay, das ist jetzt so, ihr seid überall mit dabei und die Leute fühlen sich wohl, dann passt das. Wo positioniert man sich? Am Ziel, wo man dann die Reaktion vom Publikum bekommt oder auch von der Trainerin mit Bruno zusammen oder am Start? Wir sind ja schon sehr, sehr daran interessiert, wie es ihm geht, was er dann weitermacht und ja. Und dann haben wir noch so viele Projekte in der Schublade. Also wir konnten so viel sammeln in den letzten Jahren, dass wir sagen, okay, wir widmen uns den Sachen jetzt. I really want to continue one with Luge and I'm really looking forward to doing it again.